Willkommen zur dritten Welt in Donkey Kong 64. Frantic Factory. Fabrik Fatal. Wir sind frisch angekommen und bereit für neue Abenteuer. Hier würde sich Junkie Kong befinden. Hilf mir, Junkie mag keine Höhe. Aber ihr wisst, wie es läuft. Erstmal die Banana Porter. Guck mal, das sind blaue Bananen, die nehme ich doch direkt mit. Und hier sind grüne Bananen, was? Und hier ist ein Schalter, den sieht man außerordentlich selten. Den kann jeder Kong betätigen. Einfach so, weil Baum. Der öffnet, ich glaube auch dauerhaft, diese Luke. Quietscht ganz schön. Müsste mal wieder geölt werden. Tja, da haben wir diese Roboter. Die können wir mit Orangen tatsächlich ausschalten. Ansonsten nicht. Ansonsten sind die unbesiegbar, was ziemlich nervt. Ich glaube, die respawnen auch, deswegen. Naja. Hier ist auch der Hinweis mit den Orangen. Als Kind habe ich das nicht sofort geblickt. Dann mal los hier in der guten Stube. In Welt 3 können wir tatsächlich auch nicht alles am Stück machen, also jeden Gang, sobald wir ihn betreten, sondern die Gänge müssen schon ineinander greifen. Ein ganzes Werk aus Zahnrädern. Deswegen, ja, das kriegen wir aber schon hin. Ne? Gehen wir erstmal runter. Wichtig ist, die Orientierung zu bewahren. Man kann auch runterfallen, wer möchte, aber dann verpasst ihr doch diese Nische voller Tiny-Bananen. Das kann doch keiner wollen. Oh, man kann kletternd nicht wechseln. Das habe ich jetzt verstanden. Ne? Kameraperspektive so. Kletter nochmal hoch. Ich will nicht, dass ich hier eine grüne Banane vergessen habe. Sieht aber gut aus. 2D-Modelle, ne? Glasplatten, das sind Glasplatten, ne? Da kann man nur reingucken in diesen Maschinenbereich. Was wird hier hergestellt? Ich sag's euch, Spielzeug. Spielzeug wird hier hergestellt, so wie diese Kremling-Roboter, Aufziehroboterchen. Fantastisch, ne? Production Room, Factory Map. Production, Lobby, Testing, Research and Development. Das müssen wir alles erkunden. Wird einer ganz schwarz vor Augen. Was man hier alles tun muss. Überall sind Schalter. Nehmen wir schon mal Didis Kasplat mit. Der steht nämlich hier in der... Nicht Production, oder? Doch, Production, ja. Da steht er rum. Hier kann man auch hoch. Ich würde aber erstmal präferieren, dass wir woanders hingehen. Wir sollten vor allen Dingen zu Cranky Kong gehen. Der muss uns neue Moves geben. Wir können wieder Sachen lernen. Das kann man einfach pro Welt. Hier und da. So, Lanky Kong befreit Junkie Kong. Das wäre hier geschehen. Simple Geschichte. Banana Porter 1, das führt also wieder zum Start. Achso. Orang-U-Stand. Warum auch immer er es besser so kann. Okay, mit diesem Schalter würde man Chunky befreien. Das wäre alles. Der hätte hier so einen fliegenden Käfig. So einen an der Decke schwebenden. Und der würde jetzt runterfallen und dann wäre er frei. Das ist die ganze Magie. Die das Spiel nicht kennen, haben nicht viel verpasst. Hier ist auch etwas. Was öffne ich hiermit? Nicht getroffen, voll gesoffen. So. Ah ja. Wenn ich vom Start rechts gelaufen wäre, wäre dieses Tor zu gewesen. Deswegen bin ich instinktiv links lang gelaufen. Jetzt kann ich einen anderen Weg auch gehen. Ja, die Welt ist ein bisschen komplexer. Doch, doch, durchaus. Und wisst ihr, Rare wollte ein noch komplexeres Fabrikfatal erschaffen. Nannte sich am Ende des Tages Crunchy GmbH. Haben die in irgendeinem Interview gesagt, die wollten, was sie hier geschaffen haben, nochmal auf die Spitze treiben in Banjo-Tooie. Und das haben sie, mit Erfolg.
sagten aber auch, sind dabei über das Ziel hinaus geschossen. Quanti GmbH ist schon sehr komplex. Wenn man sie kennt, macht sie Spaß, die Quanti GmbH. Deswegen macht sie mir Spaß. Gucken wir kurz, ob Candy Kong irgendetwas Neues hat. Aber ich glaube, die hat später nur extra Meloneneinheiten. Ah, danke, du hast schon meinen letzten guten Stoff. Warum schaust du nicht später nochmal rein? Ja, da ist auch egal, mit welchem Kong man reingeht. Das war die Candy. Aber nun zu Cranky. Gibt er jedem Kong was Neues? Wir haben ja inzwischen ein paar Bananenmünzen. Die kosten jetzt schon 7, aber wir haben's. Ich habe einen meiner Tränke fertiggestellt, Donkey. Und er kostet dich nur 7 Münzen. Du wirst nicht viel weiterkommen ohne ihn, also bezahl einfach. Gorilla Crab, auf Deutsch Gorilla Griff. Was tut er? Jetzt werden wir mal sehen, wie stark du wirklich bist. Wenn du einen Hebel findest, stell dich auf die Fußplatte davor und drücke B. Und du kannst den Hebel ziehen. Ich hab noch keinen anderen Trank fertig, komm später wieder. Ja, das ist auch so das Ding, diese Hebel. Kann nur Donkey Kong betätigen. Hebel wie in Donkey Kong 1994 für den Game Boy. Quasi. Was gibt es für Diddy Kong? Vermutlich, was wir im letzten Part schon gesehen haben, ebenfalls für 7 Münzen. Und zwar die Sprungplatte, nicht wahr? Simeon Spring, Lipus Largium. Sogar ich kann höher springen als du, Diddy. Also bin ich mir sicher, du brauchst diesen hier. Finde das, die Platte mit deinem Gesicht drauf und drücke Z, um dich hoch hinaus zu schießen. Wir sehen uns in der nächsten Welt. Mhm. Der hat für jeden was hier. Es lädt auch außerordentlich lange an der Stelle. Auch auf dem N64 Original. Wenn du den Laden verlässt, bei Candy eben auch. Hier kostet es nur 5. Weil das ist ja auch erst Lankys zweiter Trank. Baboon Balloon. Oder Kong Ballon auf Deutsch. Damit solltest du deinen Spaß haben, Lanky. Fliege durch die Gegend, durch die Luft. Wenn du die Platte findest mit deinem Gesicht drauf. Und drücke Z, um dich aufzublasen. Drücke Z nochmal, wenn du die Luft wieder rauslassen willst. Ich weiß nicht, wofür das gut ist, um ehrlich zu sein. Ja, Lanky kann fliegen. Bläst sich auf wie ein Ballon bei einer Lanky-Platte. Tiny kriegt jetzt den Move, auf den ich schon warte. Und zwar, ich nenne ihn den Dixie Kong Move. Cranky nennt ihn jedoch Ponytail Twirl. Es ist Zeit, dass du irgendwas mit deinen Haaren machen kannst, Tiny. Benutze es, um deine Sprungfähigkeiten auszubauen. Drücke A zu springen und halte A gedrückt, um durch die Luft zu fliegen. Also, mach schon. Ja, tatsächlich. Da kann Dixie Dixie auch. Aber Tiny Kong kann dann schweben. Um ehrlich zu sein, kann Dixie Kong besser schweben, weil bei Tiny geht das nach einer Zeit aus. Ist ja jetzt schon wieder schneller runtergefallen. Dixie Kong kann das ja unbegrenzt. Wobei aber auch nur in Donkey Kong Country 2 und 3. In Tropical Freeze sieht die Sache ganz anders aus. Ich muss eben auch nachdenken, weil er sagt, er kann höher springen als Diddy. Naja, in Tropical Freeze können wir ja Cranky auswählen. Muss mich bald mal wieder mein Wissen auffrischen mit Tropical Freeze, wenn wir es wieder spielen. Jetzt allerdings noch ein Chunky-Trank. Primaten-Punch. Du verstehst nur brutale Gewalt, Chunky, also sollte das perfekt für dich sein. Drücke und halte Z und dann drücke B, um etwas zu zerstören, was vor dir liegt. Perfekt. Ein Trank für jeden Kong. Der schlägt halt wild zu und kann Sachen kaputt machen. Das sieht dann so aus. Gut. Fertig.
Gibt's hier gerade noch was? Nö. Ah, hier kommt später noch was. Hier spawnt später eine Bananenfee. Relativ random, aber ist noch nicht da. Ach, guck mal hier. Die Donkeyplatte in der Mitte. Für eine weitere Fässerpassage. Das schlägt doch dem fast den Boden aus. Geht das schon wieder los? Na gut. Leute, ja, ihr habt ja recht. Alleine wegen der Ladezeit. Die nehme ich mir mal ein bisschen mehr Zeit beim Schießen, damit das auch passt. Aber im Laufe der Level wird das nicht nur eine einfache Aneinanderreihung von Fässern werden, sondern eine Art Labyrinth, dass man sich quasi entscheiden muss, welches von mehreren Fässern... Guck mal, hier auch schon so eine Option, guck mal. Geh hier lang und ich glaube, ich komme wieder zurück. Ja. Das muss man hier schießen, um dahin zu kommen. Alter Schwede, was? Und damit taucht vor einem Spielhallenautomat ein Hebel auf. So. Hier haben wir diese brüchige Tür, die wir so öffnen. Erdreich. Regenbogenmünze. Wie gesagt, die ist eigentlich komplett OP. Die müsste man rauspatchen, die Regenbogenmünze, weil man hat einfach immer viel zu viel Geld. Ah, falsche Reihenfolge. Man sollte erst das hier kaputt machen. Witzig, das muss so gemacht werden. Mit dem Zeitintervall funktioniert das jetzt nicht, ne? Kannst du nochmal drücken? Nö, ist weg. Wir können es nochmal drücken. Aber ich glaube, es macht auch Sinn, dass ich hier diese Störenfriede an Roboterzingern einfach mal weghaue. Die stören dezent. Wie gesagt, respawnt immer, aber... Damit sollte ich hier immer erstmal elegant springen dürfen. Wie gut kann man an allem vorbeispringen? Wie gut kann man das? Ich kann das verdammt gut. So, jetzt mache ich alles rückwärts. 49. Kann man schon ganz schön was erreicht. Raum abgeschlossen. Das ist ein reiner Junkie Kong Raum. Warte mal, da oben ist noch was. Ist das nicht eine Diddy-Platte? Ein paar Münzen oder so, ne? Wir gehen weiter. Tiny's Kasplat. Ich glaube, der Gegner heißt so. Wird er so in der Komplettlösung genannt? Ich glaube, da gibt ja irgendein Geräusch von sich, das ein bisschen wie das Wort Kasplat klingt. Deswegen wurde er vielleicht so genannt, aber ich weiß nicht, ob der wirklich so heißt. Ich glaube, der heißt einfach The Guardian oder so, der Wächter oder der Bösewicht. So, hier darf Junkie noch was einprügeln. Und zum nächsten Minigame-Fass schreiten. Welcome to Bonus Day. Stash Snatch. Wieder alle Gegner besiegen. Ah, alle Münzen finden. Ihr seht, dieses Labyrinth aus der Vogelperspektive ist recht blieb bei Rare. Es soll scheinbar erstmal hier lang. Ja, das ist, glaube ich, eine falsche Entscheidung. Naja. Kann man rüber gucken? Ja, ich muss zurückgehen. Ich glaube, da war noch was. Weil ich bisher tatsächlich glaube, dass die ersten... Der Labyrinthverlauf, sowohl von der Stealth-Passage, sowohl also von Besiege alle Gegner, als auch hier von Finde die Münzen, irgendwie immer dasselbe Labyrinth ist. Aber es gibt halt auch noch andere Versionen, die ein bisschen komplexer und größer sind. Deswegen würfel ich das manchmal durcheinander. Bring ich durcheinander. Well done, hat er gesagt.
Donkey Balkon. Dieses Face. Junkie Kong hat der nicht mal ein richtiges... Doch, hat er. Ein Artwork, aber nur eins. Außerdem einen richtigen Chunky Artwork. Gibt es kaum gerenderte Varianten von ihm. Ja, die Frage, sollen wir es tun oder sollen wir es nicht tun? Ich würde sagen, man bringt es schnell hinter sich, ne? Aber ich finde das nicht so diabolisch, wie es für viele andere der Fall ist. Donkey Kong zieht also am Hebel und startet damit den Spielhallenautomat von Donkey Kong 1981. Und ich sag euch, wie es ist. Das war atemberaubend, dass auf einem N64-Modul einfach mal ein komplettes Arcade-Spiel so als Bonus-Dreingabe mit drauf ist. Das gibt's doch gar nicht. So der Wahnsinn. Ich meine, es gibt ja auch eine NES-Variante hiervon. Das, was wir hier sehen, basiert zwar auf die Arcade-Version, aber das ist es quasi... ein vollwertiges NES-Spiel, das hier einfach mal mit drauf war auf dem Schinken. Das sagenumwobene alte Donkey Kong. Shigeru Miyamotos erster großer Wurf. Das Debüt von Donkey Kong, aber auch von Mario. Damals noch als Jumpman bekannt. Noch 1981 wurde er in Mario umbenannt. Hier ist die Handtasche. Das ist die Zement Factory übrigens. Gibt auch ein eigenes Spiel namens Marios Zement Factory. Und der Zement hat mich erwischt. Wie gesagt, früher dachte ich, es wäre Kartoffelbrei. Man hat nur ein Leben. Kein Wunder, man kann auch nicht zurückgehen. Das wäre so ein LPM. LPM. Your name was registered. Registered. Gut. Sorry. Don't worry. I was hit by the Kartoffelpurry. Passiert. Aber ich sag euch, wie es ist. Ich habe natürlich in Donkey Kong 64 das hier zum ersten Mal gespielt. So den Ursprung. Und das war ganz cool. Es entspricht insofern nicht ganz dem Spielhallen-Original, weil wir eben nur ein Leben haben. Oben rechts steht's ja. Jetzt sehe ich es auch. L heißt, glaube ich, live. Wir müssen alle vier Level schaffen, ohne zu sterben. Ich glaube sogar, das ist der Hard-Modus, weil da gibt es nur diese blauen Fässer, die schneller runterfallen und so. Muss ich das Spiel noch irgendwelchen Leuten erklären? Manche Fässer können halt plötzlich die Leiter nehmen und manche nicht. Das kommt dann sehr überraschend, deswegen aufpassen. Mario kann nicht alle Leitern nehmen. Da um Bonuspunkte, wenn man drüber... Ja, ich kann auch die Hämmer nehmen. Und dieses Spiel war das originale Popeye. Das Spiel hier wurde als Popeye entwickelt. Wo man eben Popeye steuerte und seine Olivia retten musste. Und die Hämmer waren der Spinat. Vielleicht war ja dieser Kartoffelbrei so eine Schüssel voller Spinat ursprünglich. Und hat die Sprites damit wiederverwendet. Ich will den Regenschirm. Und ja, das sind die Items aus Mario Odyssey. Die in Mario Odyssey. Das sind die Items von Pauline. Und das da oben ist Pauline. Das muss man zugeben. Sieht Pauline in Mario Odyssey ganz anders aus als hier in ihrem Originalspiel. Jetzt halt irgendwie orange Haare. Aber keine Ahnung, Peach hat auch mal orangene oder rote Haare. Die Anfänge sind halt wild, ne? Bis ich das alles erstmal gesetzt hatte. Wie man sich die Sachen vorzustellen hat und so. Also muss man auch sehen, dass dieses Spiel natürlich ursprünglich da aus der Intention entwickelt wurde. 1981. Um den Kunden die Münzen aus der Tasche zu ziehen, dass du immer wieder Sachen reinschmeißt in den Automat. Bis du das Spiel dann mal schaffst. Ich warte auf die Flamme, bis die wieder hochgeht vielleicht. Das wäre das Optimale. Je mehr Zeit man sich lässt, jetzt geht's runter, desto weniger Bonus hat man. Seht ihr oben rechts diese Bonuszeit? Das ist unser Zeitlimit quasi. Ich glaube, wenn das unten ist, kann man das noch abschließen, wenn es auf Null ist? Ich glaube nicht. Ja, ich kann so nicht arbeiten, liebe Flamme.
Das geht so nicht. Das geht nicht. Du musst ganz hoch gehen. Das ist die Strafe, weil ich mich nicht hochgetraut habe. Jetzt geht's gar nicht mehr weg. Ich kann nicht. Ich kann nur so getroffen werden. Alte Spiele, meine Damen und Herren. So ein Mist. Dann sind wir live dabei. Jetzt bin ich AAA. Das reicht. Jetzt bin ich doch nur AA. Okay. Da war er erst zu ängstlich und dann lässt die Flamme einen gar nicht mehr. Schickes Schicksal. Ich habe dieses Donkey Kong 1981 tatsächlich, da habe ich einen Let's Test gemacht. Und für das Let's Test habe ich Donkey Kong 64 angeschmissen. Es ist wirklich wahr. Aber ich habe auch alle Retro-Achievements geholt von Donkey Kong, der Arcade-Variante, der originalen emulierten Arcade-Variante. Da gibt es auch einen kleinen, da gibt es einen Trick. Ich weiß nicht, ob der hier auch funktioniert. Boah, ich weiß es nicht, ich weiß auch nicht mehr, wie genau der funktioniert. Da konnte Mario hier quasi so runter, als wäre unter ihm eine Leiter und kommt dann oben wieder raus. So ein Glitch gibt es im Original. Oder nur in der NES-Variante. Habe ich das Arcade oder das NES? Ich glaube, es geht nur in der NES-Variante. Und die habe ich mit allen Retro-Achievements gespielt. Da fehlt, glaube ich, ein Level. Auf der NES-Version gibt es nur 3 Level. Weil das NES war überfordert mit dem Förderband hier. Oder das haben sie anfangs NES-Zeit nicht ganz hinbekommen. Ich will die Goodies. Oh. Er dann nicht. Bevor sich das so ein bisschen in die Länge zieht. Ah! Der Killerkuchen. Ja, aber so war das. 1981 hat man sich noch gefreut, ne? Da gab es ja nichts zum Zocken außer Pong. Da gehst du in die Spielhalle und guckst, was für neue Pinball-Automaten, was für Flipper da sind. Und dann siehst du so was. Naja, obwohl Pac-Man gab es halt auch, ne? Pac-Man war auch der heiße Scheiß. Geh runter! Ich muss dazu erwähnen, dass Mario hier nicht sehr sprunggewaltig ist, weil es ein uraltes Spiel ist. Er darf nicht tiefer fallen, als er selbst losspringt. Deswegen sind die Plattformen auch so, ne? Er kann nicht nur nicht besonders hochspringen, der Jumpman. Er macht jetzt einfach eine Originalpose. Quasi ohne was zu machen. Also wer will, kann auch die Handtasche... Ja, ich hole die Handtasche, komm. Wenn man zu viel will, ne? Wenn man zu viel will... Oh je. Also wer möchte, dem kann ich das hier auch schneiden, so. Und jetzt haltet euch fest, ne, liebe Freunde, die nicht sehr mit Donkey Kong 64 zu tun haben. Es ist nur, das ist nicht das einzige Spiel. Nicht der einzige Spielhallenautomat, der auf Donkey Kong 64 gepostet wurde. Und es ist nicht Donkey Kong Jr. oder Donkey Kong 3, was man noch findet auf Donkey Kong 64. Sondern ein ganz anderes Game. Freut euch drauf, wenn es soweit ist. Vorsichtig in Welt 4. Ach, das kommt ja als nächstes. Da freue ich mich drauf. Das hier ist altbacken. Soll ich euch mal ein Geheimnis verraten? Auch wenn ich jetzt hier, ne, das ein oder andere Leben verliere. Also, ist schon ein schönes Spiel so. Vor allen Dingen für damalige Verhältnisse, die halt echt low waren. Aber das kommt sofort runter, das Fass. Aber auf der Gamescom gab es einen originalen Spielhallenautomat, ne? Die gibt es ja tatsächlich. Die stehen noch irgendwo rum und manche funktionieren sogar noch. Auf der Gamescom war einer. Und da stand ich an. Habe ich irgendwo schon mal erzählt, die Story. Und vor mir war ein Typ, der war halt auch ein bisschen älter als ich. Vielleicht schon die gute 40 geknackt. Mit seinen, weiß nicht, ungefähr 10-jährigen Kindern dort. Und, scheiße! Aber das geht, es gibt nicht mal Punkte. Das hat Miyamoto damals nicht mal bedacht, dass es irgendjemand schafft, jemals über den Zement rüber zu springen. Der spielte da wirklich eine halbe Stunde und hat sich so gefreut, konnte das Spiel immer wieder durchspielen für einen höheren Highscore. Und ich stand dahinter mit meiner Gruppe
und dachte mir so, oh mein Gott, ich will jetzt auch spielen, dann soll ich noch anstehen, das auch noch fertig machen. Und dann war ich irgendwann dran, ne? Und habe das Original Donkey Kong gespielt, was ziemlich genau so aussieht, wie das, was wir hier sehen. Och Mann, Flamme. Da kann man übrigens auch rüberspringen, wenn man sich traut. Ich mach's sogar ein bisschen einfacher. Und obwohl das Spiel eigentlich an für sich dasselbe ist, ich habe so geloost, ich habe nichts hinbekommen. Ich kam nicht mal so weit. Und das liegt einfach an der... an einem... Du könntest ja runtergehen, Flamme. Die macht immer das, was man nicht will, als wüsste die... Das darf doch nicht wahr sein. Mal weiter links, mal weiter rechts. Das Trampolin, das ist halt immer an unterschiedlichen Stellen. Och, Mann, irre. Okay, ich werd drauf scheißen auf die Items. Die muss man ja nicht machen. Oh. Ich bitte euch. Das ist doch irre. So, ich habe so abgekackt. Weil die Steuerung war so schlecht. Ich weiß nicht, ob das irgendwie vielleicht ausgeleiert ist, weil der Automat halt alt ist oder so. Aber ich fand, das hat ja so eine Art Joystick, also so wie so ein... Nicht so wie ein Control-Stick auf dem Controller, sondern so einen großen Knüppel, ne? Mit dem du Mario nach links, rechts, oben, unten bewegst. Das ist so ungenau und so schwierig oder so delayed. Das ist so... kein Vergleich war zu dem N64-Controller oder wie ich jetzt eben spiele mit dem Xbox Series-Controller am PC. Wo du so ganz... Also das ist halt Wahnsinn, wie ungenau das 1981 war auf dem originalen Spielhallenautomaten. Das müsste eigentlich jeder mal ex... Also ich dachte halt auch, dass ich das Spiel unendlich spielen kann. Ja, scheinbar ja nicht. Scheinbar nicht. Aber das war so eine Plamage. Wirklich. Wie ich mich da angestellt habe in der Situation. Das war beschämend. Und dann hat es mir wieder leid getan für den Typ vor mir, der einfach eine halbe Stunde seinen Highscore gefarmt hat. Der konnte das Spiel einfach. Der konnte einfach das Spiel, muss ich mir mal vorstellen. Ja, pass auf, ich probiere mal was. Ich bin mal richtig cool jetzt. Flamme muss runter. Okay. Ja, das kann ja noch heiter werden. Das dritte Level macht mich. Okay, es geht. Ich schwöre, es geht. Du kannst von der Stelle aus rüberspringen. Aber das braucht schon ziemlich viel perfektes Timing. Dass du mit dieser begrenzten Sprungfähigkeit einfach nicht kannst. Das hat man einfach nicht, Freunde. Um Gottes Willen hat man nicht. Gut. Sorry. Jetzt werde ich aber zielstrebig zum Ziel schreiten. Das geht so nicht weiter. Ja, normalerweise hast du aber mehr Leben, ne? Das ist wahr. Du hast 3-4 Leben eigentlich, bevor du dann wieder eine Münze reinschmeißen musst. Und ich finde, da waren sie bei Rare so ein bisschen fies, hinzugehen und das so zu verlangen. Mit nur einem Leben, weil ist viel zu schwer. Wohlgemerkt, das Spiel ist ja nicht von Rare gewesen, sondern von Nintendo selbst, Miyamoto, im Großen und Ganzen. Der heutzutage so gut wie gar nicht mehr sich mit den Spielen selbst beschäftigt, sondern nur noch mit dem Drumherum, wie Mario Kinofilm oder Freizeitparks, dass der Nintendo-Charakter gewahrt wird. Das ist die Aufgabe von Shigeru Miyamoto dieser Tage. Was willst du jetzt hier unten? Komm, ich mach mal nicht mehr Gefahr für Items, das bringt ja eh nur Punkte. Und unser Ziel ist einfach nur, das Spiel abzuschließen. Immerhin konnte ich nett mit euch reden, das ist doch auch schön. Da brauche ich jetzt gar nicht schneiden und euch den zweiten Versuch zählen lassen oder so. Sondern ich werde es einfach mein Bestes geben, dass wir das Ende des Spiels sehen, um die goldene Banane zu bekommen. Aber trotzdem ist es sinnvoller, hier hochzugehen.
wenn die Flamme gerade... Ja, du machst diesen. Dass das noch nicht der Tod war, ne? Allein wenn ich hier runterfalle, bin ich tot. Also diese untere Plattform gibt es quasi nicht für Mario. Die gibt es nicht. Es gab ja auch einen Cartoon. Es gab einen Cartoon zu diesem Spiel. Den kennt kaum einer. Oder war das ein Film? So ein OVA quasi? Level 3 geschafft, meine Damen. Damit natürlich einen neuen Highscore. Und 100 Meter ist halt die höchste. Und hier funktioniert das Level halt ganz anders. Man muss diese Stützen, als ob ihr das Spiel nicht kennt, ne? Muss diese Stützen wegmachen, indem man drüber läuft oder drüber springt, geht auch. Während diese Flammen hier deutlich intelligenter sind quasi, als die Vorgänger. Und jetzt haben sie mich sogar eingekesselt. Die haben mich eingekesselt. Die lassen mich nicht mehr weg. Oh, ich habe ein extra Leben. Ich glaube, für 10.000 Leben habe ich ein extra Leben bekommen. Speichert es normalerweise nicht die bereits entfernten Stützen? Tut es es normal nicht speichern? Dann wäre jetzt der richtige Zeitpunkt gewesen, den Hammer mal zu benutzen. Die Feature Response zwar. Aber was weg ist, ist weg. Erstmal. Und gibt auch Punkte. Gibt auch Punkte. Machen wir einen Punkt. Ein guter Zeitpunkt auch zu erwähnen, dass die Gameboy-Version, ne, sollte ein Remake geben für den Gameboy. Aber dann dachten die sich 1904... Oh, scheiße, die haben mich wieder umzingelt, so langsam. Okay, so schlau sind die auch nicht, wie sie tun. Hier oben ist man immer... Oh, ist das eine Scheiße! Dachten sie sich bei dem Remake so, okay, 4 Level sind echt ein bisschen wenig, machen wir 100 draus. Der muss weg, Alter. Geschafft. Nicht alle Items, aber boah. Alter, es ist doch ein bisschen, also man unterschätzt dieses verdammte Spiel hier. Dass ich überhaupt noch ein extra Leben dazu bekomme, ist ja Wahnsinn. Vorhin hatte ich doch 9.900 Punkte. Warum? Warum? Ich stand 100 Punkte vor dem Extra-Leben, oder was willst du mir erzählen? Damit haben wir es geschafft. Könnte man meinen. Guck mal, dieser Umschwung. Man ist jetzt diese Grafik gar nicht mehr gewöhnt, ne? Wie realistisch Donkey Kong 64 aussieht. Das hat ja Spaß gemacht. Quack! Jetzt, wo du warm geworden bist, wie wär's, wenn du nochmal versuchst, einen Spezialpreis zu gewinnen, indem du es nochmal schaffst? Kostet dich nur 2 Münzen, um wieder zu spielen. Was? Ja, den Hard-Modus! Gib zum nächsten Part. Das war noch die leichte Variante. Aber passt mal auf, nächstes Mal hat Donkey Kong nicht Pauline entführt, sondern etwas viel, viel Wertvolleres. Ja, passt nicht mehr in diesen Part leider, weil es so lang geworden ist. Ich dachte, ich krieg da beide noch hin. Habe ich aber nicht. Nächstes Mal werde ich brillieren. Brillieren werde ich. Danke, dass ihr dabei gewesen seid und fresst nicht wie Donkey Kong die Fliege, die euch nervt. Schluckt einfach runter. Ein Däumchen wäre ein Träumchen und bis dann und ciao.